Jeder Sport irgendwie. Aber dieser Boden sieht nicht sehr, also das sieht nicht stabil aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Alter? Hier, das auch nicht. Was? Ist das nicht die eine, die mal Yay geschrieben hat? Geschrien hat? Ah, nee, die war ja eingesperrt in diesem einen Raum, ne? Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist richtig. Verstanden, ich bin sofort da. Willst du mich gerade verarschen, Marvin, Alter? Ich werde hier die ganze Zeit on Tour geschickt. Weißt du, ich muss hier suchen und was weiß ich nicht alles. Was ist denn da? Was passiert denn da jetzt gerade? Hä? Hast du... Nee, Alter. Nee. Wie kommen wir denn da rüber am besten? Wir können halt die Leiter hier hoch oder runter gehen. Aber hier geht's nicht weiter. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht durchbrechen, weil da ist ja ein Schrank, ne? So, die kommt mich wahrscheinlich jetzt besuchen, oder? Ich hab's doch gesagt, Alter. Fickt euch! Schnauze! Scheiße! Geh weg! Fall um! Oh Gott! Leckt mich am Arsch! Was ist das denn jetzt hier? Auch da brauchen wir jetzt auch wieder was! Wollt ihr mich verarschen? Oh, das gibt's doch wohl nicht! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Was machen wir denn hier jetzt? Ah, okay. So, können wir da jetzt bitte rüberspringen oder was? Nee, können wir nicht, ne? Sieht doch, Alter. Bleib jetzt auf deinem scheiß Boden. Hallo. Oh Gott, oh Gott. Das war dumm. Sag mal, bist du irgendwie verwirrt? Ja, wie war zur Hölle? Was erwartest du, Leon? Lecker. Was ist das denn? Rotes Buch. Ein zerschlissenes altes Buch. Was machen wir denn damit? Können wir das lesen? Nein. Untersuchen. Ein Plastikteil in Form eines Buches sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ah, okay. Das können wir wahrscheinlich irgendwo reinstecken, ne? Also, in eine Statue. Mann, Leute. Hey, was denkt ihr denn? So, die stehen doch bestimmt auch alle wieder auf, oder nicht? Oh, ein Messer. Nice. Nehmen wir mit. Ey, ich hab's doch... Oh Gott! Ey, leck mich am Arsch. Bleib liegen. Bleib liegen. Mann. Okay. Jeder wie er meint, ne? Also, mir ist halt egal, du. Okay, ich sehe schon, komm, wir müssen den gleich anheben. Die Frage ist nur, wo kriegen wir denn das Ding her dafür? Da ist eine Tür. Wir können ja hier raus. Wir können ja zu Marvin schon mal gehen, ne? Marvin! Versuch mal die Beine zu treffen, vielleicht werden die langsamer. Okay. Marvin? Okay, da ist Marvin, Alter. Marvin, hallo, ich bin's. Leon Boy. Ich bin wieder back in town. Na du? Was gibt's? Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Oh, ja. Claire, Alter. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Als ob die einfach so da steht, weißt du? Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Kein Problem, Mann. Sehr nett. Sehr nett, Marvin. Danke, Marvin, Mann. Du bist echt ein geiler Typ. Wirklich. Aber ich will trotzdem wissen... Warte mal, wo kommen wir hier hin, wenn wir hier aufschließen?
Ah, lol. Okay. Da sind wir hier, Mann. Nice. Lass uns mal eben kurz speichern. Ich finde schön, wie sich das Licht ändert, wenn man irgendwo reinkommt. Das ist echt nett. Wie sie so ans Ambiente gedacht haben, so, wisst ihr? Finde ich toll. Muss man sagen. So. Also, Claire ist auf jeden Fall am Tor. Wartet da jetzt irgendwie. Ich würde sagen, die vergammeln. Die lassen wir einfach vergammeln, ne? Also, ich meine, wir haben ja die Zeit, oder? Ich glaube, der Marvin hat es hinter sich. Was? Der ist doch das blühende Leben in Person. Das sieht man doch. Das fällt mir doch sofort auf, Freunde. So, warte mal, ein Medaillon könnten wir ja quasi reinstecken, ne? Wobei, wir machen das lieber zusammen. So, wir brauchen immer noch so ein Teil für den Wagenheber. Für den... Ja, doch, für den Wagenheber. So eine Stange oder so. Ich habe keine Ahnung. Da hinten war auch mit einem blauen Schlüssel irgendwas zu machen, ne? Ich glaube, hier war ja noch ein Raum mit einem Safe. Und da hatten wir doch auch eine Tür mit so einem blauen Pfeil, oder? Ja, genau. Hallo? Aber warte mal, hier geht's glaube ich, zum Innenhof, ne? Lass uns den erstmal auslassen. Aber vielleicht kommt ja auch alles zu seiner Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht wirklich alles zu seiner Zeit. Deswegen sollten wir vielleicht nochmal zurück zu der Bibliothek und dann einfach gucken, ob wir vielleicht da noch was finden. Ansonsten gehen wir halt wirklich den Weg entlang. Dass wir halt erstmal da die Claire da herholen, die uns da ein bisschen helfen kann. Ne? Hier haben wir noch Munition. Ist mir natürlich vorher schon aufgefallen. Ach Mann, ey. Wir haben immer so einen Lack, ne? Das gibt's gar nicht. Wie ist denn das mit dem C4 da, Alter? Wie können wir das denn klären, Mann? Das gibt's... klären. klären Rapfield. oh Gott. Es gibt's nicht, ne? Hallo? Du hältst die Fresse! Okay, Kopf platzt wohl nicht. Huh. Das war schon nicht ohne, ne? Komischerweise bei Türen erwarte ich sowas immer. Ja, ich würde halt sowas auch erwarten, aber das Problem ist nur, dass ich es nicht tue. Wo ist dieser Kackwagenheber? Das kann doch wohl nicht sein, Alter. Wer hat denn den überhaupt dahin geballert? Da muss doch wohl... Wo ist denn der Rest? Also, das kann doch nicht einfach so verloren gegangen sein hier. Vielleicht oben nochmal schauen. Ich weiß ja nicht, was man da rein könnte. Also, wir haben jetzt... Also, die Taste sicherlich nicht. Also, das auf jeden Fall nicht. Wir können jetzt auch nicht die Leute hier durchsuchen. Das geht auch nicht. Die sind alle irgendwie... Weg vom Fenster. Oh! Das ist ja mal ein süßes Einhorn. Wie nett ist das denn? Ja, geil. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Hakensymbol tragen, wegwerfen. Die sind im Inventar und weg. Ah, nice. Okay, dazu wird mir angezeigt, wenn man quasi dieses Objekt nicht mehr braucht. Das ist gut. Das ist gut. Können wir nichts fälschlicherweise wegwerfen, was wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Ich hatte eigentlich noch gedacht, dass es mehr Türen gibt, aber anscheinend wohl doch nicht. So, kombinieren. Zack. Und Abfahrt. So. Einmal kurz ins Notizblöckchen gucken. Da haben wir ja natürlich von unserem wunderschönen Bolognesen-Polizisten noch diese Nachricht. Fisch, Krebs und dann irgendwie Vase, die was ausgibt. Glaube ich, ne? Ja, so. Und? Jawohl! Pferde! Nice! So, 2 von 3 haben wir jetzt. Was ist denn da unten? Achso, da unten sind wir hergekommen. Okay. Stimmt ja. Was haben wir hier? Stadtplan, oder was?
Karte der Polizeistation. Oberes Stockwerk. Ja, wunderbar. Duschraum, da haben wir noch ein bisschen was, was da rumliegt. Perfekt. Wir können halt auch wieder durchschalten. Dann ist wunderschön. Bibliothek, hier haben wir eine Leiter. Hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir noch durchsuchen müssen. Aber dann alles mit der Zeit, Freunde, ne? Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin. Alles klar. Kein Problem. So. Wir brauchen immer noch diesen verkackten Wagenheber. Und ich habe echt keinen Bock, dass wir das irgendwie übersehen haben, ne? Wirklich nicht. Du Traitorboden, Alter. Ich sag's dir. Du Kack-Traitorboden, ne? Ja, hier ist halt überall nichts. Ja, ist ja voll geil, wenn man die Dinger abschießen könnte, ne? Darf ich das mal probieren, bitte? Okay, kann man nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. So, hier können wir auch nichts machen. Können wir hier schon drüber? Nee, noch nicht ganz. Okay. Warum auch immer Leon das noch nicht kann. Wahrscheinlich hat er irgendwie eine Verstauchung im Fuß oder so. Kann ja alles sein. Ist überhaupt kein Problem, Leon. Wir passen natürlich auf dich auf, ne? Wir machen uns da überhaupt keine Sorgen. Er gönnt sich komplett nochmal hier die Auszeit. So, da ist die letzte Statue. Aber wie kommen wir hier ran? Müssen wir das kaputt hauen? Irgendwie. Wie kriegen wir... Wie kriegen wir das denn... Ich weiß halt überhaupt nicht, was wir da machen können, ne? Tastatur vielleicht. Das müssen wir wahrscheinlich in die Statue reinknallen, oder? Ja, da oben, oder? Zumindest sieht das so aus, als hätte die da was in der Hand. Kabel oder so. Ja, wahrscheinlich haben wir das jetzt einfach noch nicht. Kann ja sein. Das können wir auch nicht kaputt hauen, ne? Nee. Kisten können wir auch nicht kaputt hauen. Hm. Ja gut, blöd gelaufen, du. Hier, die Tür kennen wir ja schon. Was sind denn eigentlich für Scheißhaufen hier überall? Wie könnte man C4 aktivieren? Denk nach. Ja, entweder mit einer Fernbedienung. Kann man das kaputt schießen? Nee. Die sieht voll eklig aus. Entweder mit einer Fernbedienung oder mit Kabel halt, ne? Also drauf schießen bringt da nichts. Mit einem Zünder oder sowas. Also ich kann ja noch nichts. Ich kann ja noch nichts kombinieren. Ich habe ja hier die Münze, dann habe ich hier das Spray, dann habe ich hier einmal so einen Holzbalken. Und das war es. Also wahrscheinlich können wir da noch nicht so wirklich was mitmachen. Es sei denn, wir haben es bisher noch übersehen. Warte mal, wir haben ja hier eine Notiz erhalten. So, ich habe die Dreckschweine mit einem C4, muss ich ihn nur noch zünden. Dann war es das mit denen. Zünden. Warum ist Zünden jetzt wieder grün? Soll das jetzt ein Hinweis sein oder was? Zünden. Zünden, zünden, zünden. Zünden, zünden, zünden. Ich versuche weiter. Wahrscheinlich brauchen wir wirklich was Elektronisches oder sowas, ne? Ich meine, nichts anderes macht ja, also was anderes macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir schauen weiter, Leute. Wir lassen uns komplett überraschen. Ne? Spiel? Oh, Alter, die Tür ist einfach nur zugeknallt. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wie nennen sie Licker? Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingen vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Okay.
Also so oder was? Schleichen können wir ja nicht. Das ist Rennen. Schleichen können wir halt wirklich nicht. Egal. Alles zu seiner Zeit. So. Da haben wir noch ein Ausrufezeichen. Hier ist das mit dem C4. Wie zum Teufel sollen wir das mit dem C4 machen, ey? Wird durchsucht. Komplett durchsucht. Hier haben wir noch nicht komplett durchsucht. Ja, wie kriegen wir das hier auf, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Gibt's doch nicht. Also das sind halt dieselben Schlösser wie bei den Vornamen von den Mitarbeitern, aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Schleichen geht nur mit gezogener Waffe. Oh, stimmt. Ihr habt recht. Dankeschön. Dankeschön mal lieber mal wieder für die Hilfe, Leute. Das ist sehr nett von euch. Diese Leiter ist ja die Bibliothek. Das kennen wir ja schon alles. Bla bla bla. Ich habe halt Angst, dass wir irgendwas übersehen haben. Du Schraum, da haben wir anscheinend auch noch nicht alles gesehen. Im Duschraum. Oder? Schön, dass der immer noch da liegt. Das ist ja voll nice. Achso, stimmt ja. Hier kommen wir ja nicht rein. Da brauchen wir wieder irgendwas, was wir da drauf knallen können. So, hier. Und was haben wir hier hinten? Oh Gott. Ups. Nee. Ah, hier ist ja so ein Schloss. Fuck! Curry hat im Duschraum noch nicht alles gesehen. Man muss natürlich immer auf Nummer sicher gehen, Freunde, ne? Gefährliche Zeiten. Gefährliche Zeit. So, die hat auch nichts mehr, ne? Oder er. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ob sie oder er. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir wirklich in den anderen Bereich erst gehen. Ja, beruhig, mein Freund. Alles wird gut. So, hier haben wir gespeichert. Schließfächerraum, das haben wir halt. Warte mal, da können wir vielleicht die Taste nochmal draufknallen. Können wir da vielleicht irgendwas bekommen, was wir vorher noch nicht bekommen konnten? Machen wir jetzt die 9 oder die 8? Die 2 oder die 3, meine ich. Hier kriegen wir Pulver, hier kriegen wir Messer. Was ist das? Ist das eine Batterie oder was ist das? Weiß ich nicht so genau. Die Karte fehlt uns auch noch. Schrotflintenmunition. Und noch mehr Slots. Nach vorher. Ich würde fast sagen, ja, also es ist eigentlich egal, oder? Ich meine, 6 haben wir ja sowieso, das können wir auch so oder so aufmachen. Messer oder halt eben Schwarzpulver, das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, glaube ich. Hier könnten wir halt noch eine Tasche ergattern. 208 ist halt Schrotflintmunition. Komm, wir nehmen einfach die 2. So. 1, 0, 2. Wunderbar. Was haben wir denn noch hier? 1, 0, 6. 1, 0, 6. Was ist das? Das ist irgendwas anderes. Das ist kein Schwarzpulver. So, einmal das Schwarzpulver, bitte. Schießpulver, meine ich. So, und was haben wir hier? Ah!
Ein Film? Was? Nee. Als ob da jetzt ein Film herausgekommen ist. Die Frage ist nur, wie sollen wir den produzieren? Also... Können wir den mal untersuchen kurz? Ein nicht entwickelter Film, darauf steht Erinnerung. Oh Gott. Brauchen wir jetzt nicht... Brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie eine Kamera? Also, sonst ergibt das doch irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine, wie sollen wir denn den Film entwickeln ohne Kamera? Oder? Bin ich jetzt doof? Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht geht das ja auch so. Das wäre halt nice, ne? Das wäre wieder ein kleiner Fortschritt. Ab in den wunderschönen Dark Room. Ich meine, wir wollten ja nur, die Zeit ein bisschen herauszögern, bis wir es machen konnten. Jetzt, warte mal. Hä? Sind wir jetzt bei Herr der Ringe oder was? Erinnerungsfoto. Was haben wir denn jetzt? Was war das denn jetzt? Das war es? Hä? Dunkel mal. Ja, aber jetzt können wir ja gar nichts mehr gucken. Also... Film ist weg. Habe ich jetzt verkackt? In meiner Akte? Oh, warte mal, in meiner Akte. Guter Einwand. Nee. Doch, hier. Erinnerungsfoto. Also ich... Wir sehen jetzt, dass das ihn König gehalten hat, das Ding, das Buch. Ja. Aber wo ist denn dieser König, bitte? Wo soll das denn sein? Ist das im Hintergrund ein Moped? Das ist natürlich jetzt dann nochmal was ganz was anderes. Aber egal, Leute. Wir nehmen das mit. Als Fortschritt. Ist überhaupt kein Problem. Nehmen wir gerne an, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Gehen mal in die andere Richtung, weil das ist gerade das Einzige, was wir so wirklich machen können. Dass wir einfach mal die Claire jetzt da rausholen, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, das können wir mal so machen. Ich glaube, wenn wir hier lang, gehen, das ist schneller. So, hier an die Safes kommen wir eh noch nicht so dran. An die Schließfächer. Ich gucke trotzdem nochmal, ob wir wirklich alles gesehen haben, weil das wäre ärgerlich. Aber eigentlich, das dürfte er uns ja hier anzeigen. Stimmt, wir haben ja hier... So, hier mit dem C4. Da können wir auch nichts machen. Hier waren wir auch schon. Das nervt mich ein bisschen, ey. Auch ein schönes Bild. Was hat es mit dieser scheiß Puppe auf sich, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, Leute. Ist doch scheiße. Da willst du einmal hier... Warum hat der nichts fallen lassen? Warum hast du nichts fallen lassen, du Arschloch? Du könntest dich auch mal als nützlich erweisen, Mann. Warum geht das nicht auf? Warum kann ich da nicht reingucken? Mit dem fucking C4 können wir nichts tun. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden. Was wir damit benutzen können. Schießpulver geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Geht auch nicht. Nee, wir müssen dafür irgendwas finden. Wir müssen dafür was finden. Und wahrscheinlich kriegen wir das nur, wenn wir da jetzt mit der Claire ein bisschen rumbummeln, ne? Naja, egal. Machen wir das so. Wagenheber brauchen wir auch noch. Für was auch... Nee, ach stimmt, da kommen wir ja gar nicht in die Tür da rein. Das ist natürlich auch doof, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. So.
Aber egal, Leute, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Denn wir sind. Hä? Warum? Achso, ich dachte gerade, ihr wärt zweimal da auf einmal. Das wäre jetzt ein bisschen erschreckend gewesen. Aber egal. So, da oben kommen wir noch nicht hin. Dafür brauchen wir Wagenheber. Haben wir noch nicht. Das heißt. Hör auf zu pusten, Wind. Ich weiß genau, dass du nicht böse bist. So, das ist die normale Statue. Die kennen wir schon. König habe ich bisher noch nicht gesehen. Glaube ich. Also König haben wir bisher. Wie geht es uns eigentlich? Chris, wie geht es dir? Gesundheitlich so? Wie sieht es aus? Da sind wir gesund. Das ist wunderbar. Das ist schön. So, Claire. Hört ihr das? Helikopter. Helikopter. Jesus Christ. Fucking Helikopter, Mann. Money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate.